jemand. Jetzt nicht mehr. Ja, dann komm mal. Machen wir hier nochmal zu. Dann checkt das nicht. Oha. Hey, was machst du denn? Jo. Call in attack, aber du bist jetzt auch tot. So, da hinten ist auch noch einer. Den machen wir auch nochmal schnell fertig. Das ist ein gepanzerter. Das weiß man natürlich wieder nicht. Da ist auch noch einer. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Jetzt habe ich mich in eine Kackposition manövriert. Oh, hier ist auch noch ein Gitter. Ja, super cool. Wo geht's denn hier lang? Hier geht's weg vom Ziel. Schätze ich. Oder? Wo bin ich jetzt? Ja, das ist nicht das, wo ich hin wollte. Auf gar keinen Fall ist das the place to be. Ist der hier drinnen? Sieht so aus, ne? Leute. Der Ficker ist hier drin. Jetzt kann ich nicht raus. Jetzt kann ich raus. Ja, logisch, ey. Zum Glück hat der keinen Helm auf. Kann man den endlich mal wieder hier einen Headshot geben. Ist ja schon lange her, dass ich so einen Instant-Headshot, also One-Shot gehabt habe. Ist ja schon ewig her. So. Charlie, wir haben dein Ding erfüllt. Weiter geht's. Ich habe ja alle gekillt hier. Wir können ja einfach durchmarschieren. Wie auch immer. Ich glaube, in diese Richtung geht's. Jupp, sieht gut aus. Da wollen wir hin. So weit, so Banane. Gut. Sam, Briggs, hier Grimm. Da sind wir wieder. Im Bunker versucht jemand auf das Konto des Verteidigungsministers zuzugreifen. Wenn Sadiq diese Daten bekommt, ihr müsst ihn aufhalten. Koste es, was es wolle. Kümmere mich. Keine Bewegung! Stehen bleiben! Wieso zirkuliert hier keine Luft mehr? Die Belüftung ist aus. Hä? Ich will keine Probleme, ich will Lösungen. Wie sieht es bei den Geiseln aus? So. Wir beide wissen, dass du mir alles verraten wirst. Sie bekommen keinen Zugriff. Sie könnten Amerika vernichten. Einen Weltkrieg beginnen. Aber Kriege interessieren mich überhaupt nicht. Ich will die einzige Waffe, die noch zählt. Informationen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du hast doch gar nicht die Wahl. Du darfst dir nur aussuchen, wie weh es tut, bevor du tust, was ich sage. Leck mich! Es ist jemand im Bunker. Spezialeinheit. Zuerst den Ringfinger. Nein, 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 nein! Du bist wirklich hartnäckig. Wo ist Fischer? Genau hinter dir. Und jetzt werde ich Geisel im War Room? Kleiner Hinweis für dein Team. Für wie dumm hältst du mich? Festhalten. Ich war nie ein Freund subdermaler Funkgeräte. Viel zu schmerzhaft. Ich habe deinen Kollegen, Fischer. Lass uns in Frieden. Und ich lass ihn am Leben. Mitnehmen. Fischer lässt ihn niemals zurück. Geiseln transportbereit machen. Bravo, wir bringen die Geiseln zum Tunnel. Oh Gott, bitte, helft mir! Was ist nur in dich gefahren?
Der verblutet uns und stirbt. Gib mir die Aderpresse. Nimm lieber die andere Hand. Nein, nein, nein! Bitte, hört auf! Er wird aufhören. Wenn du willst, dass er aufhört. Oder er nimmt dir noch diese Finger und deine Zehen. Sogar deine Zähne! Ich gebe euch, was ihr wollt. Wieso opferst du die Hand? Jetzt übertrag die Dateien. Nein, tun Sie es nicht! Es tut mir so leid. Ich fürchte, du hast das nicht zu Ende gedacht. Das riskierst du nicht. Wieso auch? Willst du ihn töten? Das kannst du doch gar nicht. Tut mir leid. Nein! LOL! Führ uns zu eurem Flugzeug. Helft ihm hoch. Hier spricht Majid Sadiq, der Anführer der Männer in Bunkeranlage F. Wir kommen mit unseren Geiseln raus. Wir lassen sie gehen, wenn wir freies Geleit erhalten. Jeder Angriff auf uns wird Erschießungen zur Folge haben. Gib ihn mir. Ja, krass. Vorsicht. Da werden Scharfschützen sein, die nur auf einen Fehler von euch warten. Ich weiß, du kannst nicht antworten, Sam. Wenn die Denver verlassen, ist alles aus. Halte ihn unbedingt auf. Durchsucht das Flugzeug, sobald wir an Bord sind. Erschießt jeden, den ihr findet. Geht weiter und seid vorsichtig. Mann, ich kann nicht die markieren, die ich markieren will. Oh shit. Ich hab gefailt, oder was? Ich hab mir zu lange Zeit gelassen. Nein, scheiße. Ja, cool, krass, hier der Verteidigungsminister, voll heftig. Wenn die Denver verlassen, ist alles aus. Halte ihn unbedingt auf. Durchsuch das Flugzeug so weit. Ja, ich versuch's. Sehr schön. So, wo geht's denn weiter? Treffe ich ihn von da? Wahrscheinlich nicht. Aber ich könnte. Shit! Fuck! Sorry, Mann. Bin okay. Hol dir Sadiq. Du verblutest hier. Bring es zu Ende, Sam. So, jetzt komm, Sadiq. Jetzt gibt's richtig auf die Fresse, du kleiner Penner. Oh, oh. Okay, bitte. Es ist aus! Nein, das ist gerade erst der Anfang! Scheiße.
Mann. Oh. Ja, das ist jetzt natürlich doof ohne Moon. Boah, da ist Licht, da ist... Shit, wie hat der mich so schnell entdeckt? Fuck. Ja, krass. Jetzt hat er keinen Plan mehr, wo ich bin. Das ist sehr gut. Ja, jetzt hast du keine Ahnung mehr, ne? Wie machen wir denn das? Wir gehen in die Richtung. Jetzt aber schnell hier. Kann man da irgendwie... Ja, ich muss da hin. Da ist gut. Sehr gut ist das. Wenn ich da gehe, dann bin ich... Ja, das ist die richtige Einstellung. Hier entlang. Dann da entlang. Oh, das sieht sehr gut aus. Wow. Ah, das war nochmal haarscharf, du. Jetzt dürfte er aber wirklich keine Ahnung mehr haben, wo ich bin. Ja, das war's jetzt eigentlich so gut wie für ihn. Sadiq hat Spaß gemacht, aber ich bin jetzt... Was? Wie hat er mich... Shit. Wie hat er mich da entdeckt, Mann? Kann nicht sein. Hä? Ah, das kann doch nicht sein, Mann. Jetzt ist er da hinten. Wie behindert ist denn das? Habt ihr das gesehen? Ich war hinter ihm und er dreht sich um aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund. Ein Schweinsnase ist das, Mann. Ah. Oh. Er könnte halt echt nur noch... Oh, wie weit willst du denn noch weglaufen, Mann? Das ist doch voll homo jetzt. Das ist echt ein schwuler Endfight hier. Das ist echt... Nee, gefällt mir nicht. Also das gefällt mir gar nicht. Das passt zwar irgendwie zu Splinter... Es passt zu Splinter Cell, klar, aber... Er ist halt ein bisschen OP da hinten mit seinem Sniper. Finde ich nicht gut. In die Richtung gehen? Nee, ist nicht gut. Wir müssen darüber. Jetzt. Ja, Logan, ey. Logan. Wichser, du. Komm schon, jetzt habe ich dich, oder? Jawoll. Und das war's nicht, Sam. Das ist doch deine leichteste Übung. Schau nochmal. Hallo, der müsste doch im Arsch sein. Was ist denn hier los? Sam, du kannst... Sonst fickst du jeden von hinten. Wirklich jeden. Und ihn kriegst du nicht auf die Reihe. Und jetzt bist du im Arsch. Von so ein paar Schlägen willst du mich verkohlen. Der hat einen Schuss in der Schulter, Mann. In der... Und läuft einfach weg. Oh Gott. Shit. Jetzt aber hier, komm, mach ihn platt. Komm schon. Es ist vorbei. Denkst du, das endet mit mir? 12 Nationen stehen hinter den Engineers. Hinter mir! Seid ihr bereit für 12 Kriege? Töte mich! Töte mich! Und diese Nationen werden sich erheben. Stell mich vor ein Gericht. Dann werde ich jedes verdammte Geheimnis verraten, das ich in Erfahrung gebracht habe. Ich habe längst gewonnen! Es gibt immer eine andere Option. Für Freedom ausführen. Hä? Ihm die Zunge rausschneiden, wie wär's? Hä?
Willst du mich verarschen? Fifth Freedom ist doch hier töten. Das ist doch hier. Echt, jetzt haben wir echt gefangen genommen. Ich hatte nicht mal die Wahl. Das ganze Game über hatte ich immer die Wahl, jemanden zu killen oder leben zu lassen. Und jetzt beim Endgegner habe ich nicht mehr die Wahl. Bei Sadiq. Das finde ich schwach. Das finde ich wirklich schwach. Hat sogar bei Conviction hat man sogar zum Schluss entscheiden dürfen, ob der hier Tom Reed, ob man ihn töten sollte oder leben lassen. Das war, lag alles in der Spielerhand. Oh, schade. Ja, jetzt brauche ich kein Geld mehr, Grim. Jetzt haben wir es durchgezockt. Nullpeilerin. Okay. Jetzt kommt aber sicher noch eine Cutscene. Na, hoffe ich zumindest. Also das kann ja jetzt nicht das Ende sein, oder? Wie viele Schuss passen da rein? 20 ins Standardmagazin. Finger vom Abzug, du ballerst noch ein Loch ins Flugzeug. Entspann dich. Hey, Briggs! Was wird das? Meine Knarre? Ja, wieso ist er nicht im Käfig? Freue mich auch, dich zu sehen, Briggs. Er gibt mir nur ein paar Waffeninfos. Gehör fast schon zum Team, was? Glaub das, wenn's dich glücklich macht. Willkommen zurück, Briggs. Schön, dich zu sehen, Grim. Was passiert? Sie machen's offiziell. Dass die Vereinigten Staaten eine Operation durchgeführt haben, bei der Majid Sadiq, der Anführer der Terrororganisation Engineers, getötet wurde. Du bist der erste Tote, mit dem ich rede. Wer bist du? Fangen wir nochmal von vorne an. Wir danken den tapferen Männern und Frauen, deren unermüdlicher Einsatz die Terroristen zur Strecke gebracht hat. Die Welt wird nie erfahren, was sie taten. Ihre Namen werden in Vergessenheit geraten. Doch die Entbehrungen, die sie auf sich nahmen, werden wir niemals vergessen. Okay, doch, das Ende ist, doch, ist in Ordnung, ihn für tot zu erklären und ihn dann ein bisschen zu verhören und foltern ist natürlich auch schön. Und ja, ja, cooles Spiel, geiles Spiel, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das ist, Hammer Game, gefällt mir richtig, gefällt euch sicherlich auch, also jemand, der aufs Schleichen steht und Stealth überhaupt cool findet, muss es einfach zocken, das ist, das Nonplusultra, naja, so krass jetzt auch nicht. Okay, krass, da kommt noch was. Heb ab, Sarah, ich bin's. Dad, tut mir leid. Ich warte jetzt immer, bis ich weiß, wer anruft. Es gab eine Schießerei in der Nähe und... Verstehe. Ich wollte dir nur sagen, dass ich bald nach Hause komme. Ist es vorbei? Ist es wirklich vorbei? Geht's dir gut? Und Onkel Vic und Anna und... Wir haben ein paar neue Narben, aber wir leben noch. Oh Gott, schön, das zu hören. Ich hatte solche Angst, Dad. Alle hatten Angst. Ich hatte auch Angst. Aber verrat's keinem. Wow, ich dreh noch durch. Du meinst es ernst, Ed? Es ist vorbei. Kein Amerika-Staub. Oh, diesmal nicht. Und auch in Zukunft nicht. Dafür sorge ich. Auch in Zukunft? Du bleibst bei ihm? Behältst den Job? Du weißt, dass ich es muss. Aber ich komme zurück. Ich komme immer zu dir zurück. Na, das hört sich doch so an, als würde es da bald wieder eine Fortsetzung geben. Ich würde mich freuen. Splinter Cell ist sowieso Hammer. Sam hat bis jetzt 6-mal die westliche Zivilisation gerettet. Anders kann man es nicht sagen, weil Amerika hält sich... Ja, egal. Ja, das nächste Game würde ich natürlich auch kaufen. Top Game, mir gefällt es. Fast keine Kritikpunkte, die ich jetzt vorzubringen habe. Bis auf... Ne, mir fällt jetzt gar nichts ein, außer dass... Das ist halt seit dem dritten Teil, das ist jetzt auch in diesem Teil, zu einfach ist, die Gegner zu killen. Im Nahkampf, also mit Messer. Diesmal haben sie es ein bisschen besser gemacht. Die Gegner, wenn sie dich entdeckt haben, dann schubsen sie dich zurück, wenn du sie im Nahkampf töten willst. Das funktioniert aber nicht immer.
ab und zu kommst du trotzdem noch durch und das macht das Game dann natürlich ziemlich einfach. Wenn man nämlich durchkommt, dann könnte man theoretisch die ganze Zeit, also jetzt auf Perfektionist vielleicht nicht, aber auf leichteren Schwierigkeitsgraden könnte man immer einfach bloß durchlaufen mit dem Messer und die einfach alle umnieten. Aber sonst, Hammer Game, gefällt mir, super geil. Das war Let's Play Splinter Cell Blacklist Singleplayer mit mir, Just Sheep. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, stay tuned, es kommt noch ein bisschen Multiplayer. Wie versprochen, habe ich ja noch nicht gemacht. Und wir hören uns dann beim nächsten Splinter Cell Video, denke ich. Auf Wiedersehen.